und Herren, Schwestern und Brüder, verehrte nette Leute, schon langsam lassen die allzu strahlenden Bilder ein klein wenig nach und machen Platz für den Sparverein. Wir haben uns heute zum 10. Mal hier im Globus versammelt, im 7. Jahr des Sparvereins, Regie Kurt Palm, und wollen heute Abend uns mit dieser Problematik der überschäumenden Äußerlichkeit beschäftigen. Und welche Figur wäre mehr angetan, diesen Äußeren den Kampf anzusagen, als ich zum Beispiel? Ich glaube, eine Figur wie ich, die nun wirklich sozusagen das Äußerliche nicht mehr weiters hervorkehren muss, kann sich in aller Ruhe dem Inneren, den inneren Werten zuwenden. Mit anderen Worten, wir haben zu Gast Hermann Nitsch, einen Professor für Pathologie, den Hans Bankel, Professor Hans Bankel, und den Dichter und Poeten Karl Ferdinand Kratzl. Ich glaube, es ist noch nicht alles verloren und das Äußere wird am Boden verlieren und die inneren Werte werden gewinnen. So wollen wir also den heutigen Abend beginnen, indem ich unseren Musikanten, den Chrono Bob, bitte auf die Bühne zu kommen. Von dem ist jetzt ein eigener CD erschienen. Chrono Bob, Musik für den Sparverein. Er komponiert für uns, seitdem wir bestehen. Und das gibt es jetzt auch als CD. Und jetzt kommt natürlich die eigentliche Sensation, unser Robin. Welch wunderbarer innerer Wert, nicht? Obwohl er auch außen durchaus noch mithalten kann, nicht? Also, Herr Professor Bankel ist der Primarius der klinischen Pathologie in St. Pölten. Und er hat sich bereit erklärt, mit uns über die inneren Werte zu sprechen. Darf ich Herrn Professor recht herzlich bitten? Herzlichen Dank, Herr Professor, dass Sie zu uns gekommen sind. Wollen Sie Eierlikör oder Frukade? Eine Jugenderinnerung, die Frukade. Ha! Lieber Robin, würdest du uns einen Öffner bringen? Wir haben den Öffner, auf den passt er immer auf. Danke dir herzlich. Das ist der einzige des Hauses. Ja, nämlich so Öffner sind schwer zu kriegen. Um den Hals hängen. Ja, ja, oder halt ihm aufheben lassen. Sehr geehrter Herr Professor, stellen Sie sich bitte vor, ich würde testamentarisch den letzten großen Wunsch äußern, von Ihnen seziert zu werden. Was sähen Sie da für Schwierigkeiten auf? Was sähen Sie da für Schwierigkeiten auf? Da sähe ich überhaupt keine Schwierigkeiten, denn Sie wären nicht der Erste. Also, es wäre Ihnen ganz über mir alles. Sie müssten sich bereits in einer Liste hinten eintragen und anstellen. So kurios das klingt, aber ich habe bereits Vorbestellungen. Wie viele? Das ist ganz einfach. Wie viele? Das ist ganz einfach. Beispiel, jemand, entschuldigen Sie, ich beginne jetzt darüber nachzudenken. Wir sterben ja nicht in der Reihenfolge unserer Anmeldung. Im Akutfall werden Sie selbstverständlich vorgezogen. Aha. Also, aber wenn zum Beispiel an einem Tag jetzt zwei auf der Liste stürben, käme der zuerst und der zuerst auf der Liste gestanden wäre. Bei zwei ist das kein Problem, da geht's Kopf oder Adler. Bei drei wird's schwierig.
Oh, verstehe. Und ist so ein Dicker sozusagen ein größeres Abenteuer? Es ist eine Erschwernis, aber kein Abenteuer. Ich habe gehört... Ich bin 30 Jahre beim Gewerbe, da mich wundert nichts mehr. Die Abenteuer sind für mich gering geworden in der Pathologie. Ich habe gehört, bei, sagen wir, geschlechtsreifen Menschen wird das Fett gelb. Nicht nur, aber geschlechtsreifen, das Fett ist an und für sich gelb. Was? Das also Fett wird nur umso gelber, je mehr sie an Nahrungsmittel, welche gelbe Farbstoffe enthalten, zu sich nehmen. Gesetzt den Fall, sie ernähren sich nur von Orangen, dann ist ihr Fett orange-gelb. Aber gesetzt Orangen? Den Fall, sie ernähren sich nur von Bananen, soll es ja auch geben, solche Leute, dann und, wird es Bananen. Und bei roten Rüben? Dann wird es Glas. Ja, dann sieht man was Schönes. Das wird dann so richtig schön orange. Ja, rotrübig. Richtig rotrübiges Fett. Rotrübiges Fett. Sagen Sie, wie ist das, also wird jeder in der Republik aufgeschnitten? Nein, keineswegs. Nicht, also nicht alle 7 Millionen werden aufgeschnitten. Aber oh, wir leben ja in einer Republik, daher sind wir durch Gesetze streng reglementiert. Und das Gesetz unterscheidet öffentliche und nicht öffentliche Krankenhäuser, genauso wie es öffentliche und nicht öffentliche Bedürfnisanstalten gibt. Und im öffentlichen Krankenhaus sagt das Gesetz, dass bei diagnostischer Unklarheit des Falles, das heißt, wenn sich die Ärzte nicht so hundertprozentig ausgekannt haben, eine Leichenöffnung zum Zwecke der Feststellung der Todesursache durchgeführt wird. Nur dann? Nur dann. In Privatspitälern nicht. Da muss man die Hinterbliebenen fragen. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, denn die erfordert sehr viel Pietät und Taktgefühl. Ich habe gehört, alle Päpste müssen automatisch aufgeschnitten werden. Nur der 33-Tage-Papst ist doch nicht obduziert worden. Nicht? Nein, naja, der konnte doch nicht. Das ging doch nicht. Das rüttelt doch an den Grundfesten des Katholizismus. Da gibt es zuerst ein Konklave. Das Konklave steht unter der Schutzmacht des Heiligen Geistes. Er steht so drin in den Vorschriften und in den Statuten von denen. Dann wird dort einer gewählt. Unter Mitwirkung des Heiligen Geistes. Nach 33... Nach 33 Tagen ist der tot. Da erhebt sich doch auch für einen simplen Menschen, wie ich es einer bin, die Frage, hat sich da der Heilige Geist nicht geirrt? Ja, es könnte und das sein... konnten die nicht zugeben. Na gut, aber und daher durfte er nicht zitiert werden. Da hat man lieber in Kauf genommen, das Gerücht, er sei ermordet worden. Mhm. Ermorden, gegen das Morden kann der Heilige Geist nichts tun. Ja, ich verstehe. Das ist raffiniert. Ja. Die Leute haben 2000 Jahre Erfahrung. Die wissen schon, wie sie das machen. Ja. Und sie müssen ja auf jeden Fall Ermordete aufschneiden. Ja. Und manchmal kommen wir auch erst bei der Obduktion drauf, dass sie ermordet werden. Ja. Darum habe ich ja jetzt, ich habe nämlich bis jetzt immer geglaubt, jeder in Österreich Gestorbene wird aufgeschnitten. Nein. Aber wie kommt man dann drauf, wenn der ermordet ist, wenn er nicht aufgeschnitten wird? Das ist die berühmte Dunkelziffer. Und Sie werden bei jedem, der vom Fach ist, der ein Pathologe ist oder Gerichtsmediziner ist, auf solche Fragen die gleiche Antwort bekommen, dass er sagt, es fallen diverse gewaltsame Todesfälle durch den Rost. Sie glauben, gar also, kein Zweifel, dass viel mehr Menschen angemurkst werden, als wir das vermuten? Das glaube ich nicht, das weiß ich. Also, wenn Sie zum Beispiel rein stichprobenmäßig eine Leiche aufschneiden, entdecken Sie oft, der ist eigentlich ermordet worden. Und was tun Sie dann? Sind Sie verpflichtet, das zu melden, oder? Na, natürlich, dann wird die Untersuchungsbehörde eingeschaltet. Das ist zu melden beim Gericht, dann fängt an, der Staatsanwalt zu ermitteln. Dann fängt an, der Untersuchungsrichter zu untersuchen, dann fängt an, die Kriminalpolizei auszuschwärmen, dann fängt an, die Gendarmerie die Straßen abzusperren oder sonst irgendwas, und dann geht's los. Sagen Sie,
Eine weitere, für mich sehr wichtige Frage. Wenn ich jetzt versterbe und eingraben werde, beginnen die Würmer. Wann? So welche vorhanden? Ja eben, das ist die Frage. Also wenn früher, wie ich noch keine bestrahlten Erdbeeren gehabt habe, haben die Erdbeeren von Allah so Fruchtfliegen von sich gegeben. Die haben von Allah plötzlich angefangen, um und um zu fliegen. Habe ich sozusagen als eine Art Selbstentsorger meinen ersten Wurm schon in mir? Sie haben als Selbstentsorger keinen Wurm, sondern Sie haben jede Menge Bakterien in sich. Und das sind Mikrowürmer. Das sind also Würmer, die man nur im Mikroskop sieht, und die fangen einmal an, die machen die Kleinarbeit. Und die Würmer, die man mit freiem Auge sieht, die machen dann, die sind fürs Grobe da. Ja, ja. Also wo kommen aber dann die großen Würmer her? Man, die kleinen Würmer können ja keine großen Würmer zeigen. Die großen Würmer, na, von außen, von der Umgebung. Und daher ist es ja ganz entscheidend wichtig, wo sie begraben werden. Genau, darum bestattet man... An welcher Stelle des Friedhofes. Genau, also sozusagen, drum macht man überhaupt Friedhöfe, dass schon Würmer da sind. Und in jedem Friedhof gibt es ein Eck, da sind mehr Würmer, und ein anderes Eck, da sind weniger Würmer. Und Sie können dann den Friedhofswärter fragen, und der wird Ihnen sofort sagen... Dort hinten, die sind nach 5 Jahren bereits verwest. Die dort, die sind nach 10 Jahren noch fast wie neu. Also da gibt es geografische Unterschiede. Ach so. Na gut, ich habe gehört, Sie haben ja von sämtlichen Ihrer Vorfahren die Totenschädel daheim. Nur von sämtlichen nicht, sondern nur von denen, wo ich imstande war, sie zu bekommen. Denn die Vorfahren gehen ja so auseinander, das geht ja nicht. Na, wie viele haben Sie? Viele. Aber Sie wollen die genaue Zahl geheim halten? Na, was ist geheim? Es sind viele. Ja. Ich erfreue mich daran. 17? Das ist eine zweistellige Zahl. Ja. Wow. Und das hat einen ganz bestimmten Grund. Ja. Denn ich habe so viel Ehrfurcht vor dem Tod und vor den Toten, dass ich sie eben nicht vermodern lasse im Erdgrab. Und dann, wenn das Grab wieder geöffnet wird und schlicht der Caterpillar kommt mit der großen Nase und den da macht, sondern ich berge vorher das, sagen Sie von mir aus dazu Reliquien, aber bitte um Himmels Willen nicht im religiösen Sinn, und habe dann diese Hinterlassenschaften meiner Vorfahren bei mir aufbewahrt. Das führt uns ja in direkten Wege zu Gott, dem Herrn.